Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bluefit TV, heute aus dem leicht stürmischen Portugal im TUI Blue Falesia. Ich bin die Nicole, zu meiner Linken ist heute der Ron. Und ja, passend zu dem Wetter, leicht stürmisch, werden wir euch heute ein paar Balanceübungen auf dem Petsi-Ball zeigen. Wenn ihr soweit seid, holt euch einen Petsi-Ball in der richtigen Größe und dann geht's los. Ja, dass wir uns erstmal ein bisschen dran gewöhnen, fangen wir an, so lockeres Kreisen. Kannst die Hände ganz locker auf die Knie ablegen und dann kreisen wir mal rechts rum im Uhrzeigersinn. Genau. Und dann wechseln wir mal die Richtung, andersrum. Ja, man merkt, es ist ein Ball, ja? Gut. Okay, gut. Dann komm einmal zur Mitte, die Beine schulterbreit aufgestellt. Nimm einmal deine linke Hand, drück einmal gegen das rechte Knie. Die rechte Hand legst du an den Hinterkopf und jetzt zieht der rechte Ellenbogen und die rechte Schulter nach hinten. Schau, dass du aufgerichtet bist. Das heißt, streck dich einmal lang, stell dir vor, jemand zieht dich einmal lang nach oben und dann sind es kleine Bewegungen nach rechts. Genau. Die rechte Schulter, der rechte Ellenbogen dreht nach hinten, kleine Impulse und dann drück mal mit deiner linken Hand gegen dein rechtes Knie. Jawohl. Schöne Rotation in der Wirbelsäule. Aufspannen im Brustkorb, rechte Seite. Ja. Ein bisschen noch. Und dann komm einmal zurück, vorsichtig lösen. Mach das Ganze auf die andere Seite. Rechte Hand gegen dein linkes Knie. Linke Hand an den Hinterkopf. Linker Ellenbogen, linke Schulter einmal nach hinten. Drück mit der rechten Hand gegen dein linkes Knie, als möchtest du das Knie nach innen drücken. Genau. Schön aufgerichtet bleiben. Ja, spürt man noch im Rücken? Spürst du was? Ja, okay. Okay. Und dann einmal lösen nach vorne. Leg die Hände einmal auf die Schulter und mach dich mal ein paar Mal so rund und streck dich mal lang nach vorne. Genau, rund machen und lang nach vorne. Letztes Mal, dann sind wir auch schon startklar. Okay, dann legen wir los. Okay, Ron, wir sitzen aufrecht auf unserem Petsi-Ball, die Hände neben uns drücken so auf dem Petsi-Ball. Zieh mal die Schulter nach hinten, Schulterblätter zusammen, genau. Die Füße, ja, wieder hüftbreit. Und jetzt versuchen wir mal, nur das rechte Bein anzuheben, ohne dass wir irgendwie zur Seite wegkippen, ja, sondern einfach nur das rechte Bein aus der Hüfte anheben und wieder nach unten. Auf und ab. Genau, volle Konzentration. Super. Wird schon wackelig, geht noch, oder? Ja. Okay, ja. Schön hier für den Hüft. Ja, dann das ist aber ein gutes Zeichen, dann heißt die Übung kommt an, ja? Da wo sie ankommen soll. Genau. Mach noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und stopp. Okay, machen wir direkt gleich das andere Bein, ja? Gut, einmal mit links, balanciere dich wieder aus. Und dann geht's los. Genau, zieh das Knie nach oben, bleib im Oberkörper aufrecht. Lange, aufrechte Körperhaltung. Schulter nach hinten, das sieht gut aus. Genau. Merke ich schon direkt, wenn ich mal so zu dir rüber schaue, wird's direkt wackelig. Okay, wir halten unsere Balance, auch hier noch 10, 9, Fußspitzen locker, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und stopp. Okay, perfekt. Nächste Übung. Ja. Wir steigern uns noch mal ein bisschen. Es wird noch mal wackeliger. Vielleicht ein kleiner Tipp für euch zu Hause, wenn ihr die Übung nachmacht. Guckt mal, dass um euch herum keine scharfen Kanten sind, falls ihr doch mal vom Ball runterkullern solltet. Okay? Ich hoffe nicht, dass das passiert. So, wir legen einmal den linken Fuß auf das rechte Knie. Bringen einmal die Hände an den Hinterkopf. Und jetzt gehen wir mit dem rechten Ellenbogen zum linken Knie. Und wieder öffnen. Wenn du ein bisschen wandern musst mit deinem Standbein, überhaupt kein Problem, dich auszubalancieren. All das trainiert die Tiefmuskulatur, deine Stabilisatoren. Such dir auch am besten irgendeinen Punkt vor dir, den du fixieren kannst, um die Balance zu halten. Genau, die Ellenbogen bleiben geöffnet. Das heißt, es zieht nicht nach vorne. Ja, es ist die rechte Schulter, die zum linken Knie zieht. Okay, kommen wir mal noch 10. Öffnen. 9. Aufrichten. 8. Sehr gut.
7. Geht's noch? 6. 5. 4. Volle Konzentration. Die letzten 3. 2. Und einer noch. Gut, machen wir die andere Seite. Einmal die linke Schulter zum rechten Knie. Und wieder nach oben öffnen. Genau. Schau, dass die Ellenbogen schön seitlich bleiben, dass sie nicht nach vorne ziehen. Such dir wieder einen Punkt, um die Balance zu halten. Und wenn du ein bisschen mitwandern musst mit deinem Standbein, mit dem linken Fuß, nicht schlimm. Genau. Ja, lass auch den Kopf, Nacken und Wirbelsäule in einer Linie. Also das heißt, nicht nach vorne abknicken den Kopf. Super. Geht noch? Okay. Und wieder aufrichten. Und wieder aufrichten. Super Übung. Auch tatsächlich fürs Gesäß. Vielleicht spürst du es auch in der rechten Gesäßhälfte, aber natürlich auch im Rücken. Die Rotation. Machen wir noch 4 Stück. Okay. Geht schnell. 3, 2 und der letzte. Aufrichten und lösen. Okay. Okay, die nächste Übung ist für die Rumpfmuskulatur, für die tiefe Rumpfmuskulatur und den geraden Bauchmuskel. Dafür setzen wir uns ein bisschen mehr nach vorne, das heißt also mit dem Gesäß gegen den Ball. Wir legen einmal die Handflächen übereinander, nehmen dann die Arme nach oben. Schau, dass die Schultern ja weg von den Ohren sind, sondern rollen wir uns einmal leicht nach vorne, bis der Oberkörper parallel ist. Die Arme gehen nach hinten und dann komm wieder nach oben und streck dich einmal lang. Okay, genau, roll nach vorne. Und streck dich lang nach oben. Roll nach vorne mit deinem Oberkörper. Und einmal lang nach oben. Geh dran. Super. Wir versuchen mal das Tempo ein bisschen zu erhöhen. Und lang. Immer schön aufrichten, wenn du hochkommst. Und wenn du die Knie nach vorne schiebst, so eine Linie parallel zum Boden. Okay. Bist du wieder dabei? Ja. Super. 5 Stück noch und streck dich lang. 4 noch, lang nach oben. 3, aufrichten. 2 und ein letztes Mal nach hinten, nach oben. Die Arme lösen. Nächste Übung. So, wir bleiben nochmal bei den Bauchmuskeln. Jetzt müssen wir uns einmal nach hinten nehmen. Wir wollen uns hinten auf den Händen abstützen. Dazu vorsichtig mal die Hände zum Boden bringen, schon die erste Schwierigkeit. Und dann laufen wir langsam nach hinten, bis die Beine nach oben gehen. So, wir brauchen hier Rumpfspannung. Das heißt, zieh den Beckenboden einmal an, genau die Hüfte so leicht nach oben, die Fußspitzen zum Körper ran und jetzt die Füße. Schnelle kleine Bewegung. Genau so richtig schön mit den Oberschenkeln gegen den Ball. Geht mit dem Stützen. Hui, da wird es wackelig. Okay, 30 Sekunden lang machen wir das Ganze. Halbzeit haben wir schon. Gut. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Stopp. Gut, machen wir nochmal eine Stützübung. Jetzt in einer anderen Position. Dazu gehen wir einmal vom Ball runter, setzen uns einmal am Boden ab. Die Füße jetzt einmal auf dem Petsi-Ball drauf, die Hände stützen hinter dem Körper, einmal tief durchschnaufen und dann heben wir einmal den Po des Gesäßes an. Halten erstmal oben schon mal richtig, dass der Po nach oben geht, Fußspitzen zeigen hoch. So, jetzt versuchen wir mal den Ball zum Körper ranzuholen und wieder nach vorne zu strecken. Genau, hol dir den Petsi-Ball ran und wieder nach vorne strecken. Jetzt ist mal richtig wackelig. So, für die Beinrückseite, Oberschenkelrückseite, genau. Versuch den Po wirklich so weit, wie es geht, oben zu lassen, wenn du den Ball ranholst. Ja. Komm, noch ein bisschen, geht noch. Und nach vorne strecken. Ja, komm, 2 Stück machen wir noch. Und den letzten nochmal ranholen. Und nach vorne ausstrecken. Vorsichtig den Po zum Boden. Gut, letzte Kraftübung, die findet in Rückenlage statt. Wenn du magst, hol dir ruhig eine Matte oder einen weichen Untergrund. Und dann leg dich einmal auf den Rücken ab. Bring die Füße einmal auf den Petsi-Ball drauf. Die Hände nimmst du als Stabilisation neben dem Körper, die Handflächen zum Boden.
Schau, dass du dich stabilisierst, Schulterblätter am Boden und wenn du soweit bist, dann drückst du die Füße gegen den Ball und hebst einmal dein Gesäß nach oben. Halte hier kurz, hier solltest du den Kopf nicht mehr bewegen, das heißt, lass den Blick ruhig nach oben gerichtet. Und dann gehen wir wieder tief, wir halten kurz über den Boden an und richten uns wieder auf. Einmal tief und drück dich wieder raus nach oben. Sehr gut, auch hier 30 Sekunden. Genau. Wirklich wichtig, dass du die Halswirbelsäule ruhig hältst, das heißt, den Kopf nicht mehr bewegen jetzt. Drück die Füße gegen den Ball. Und dann komm nach oben und wieder tief. Das sind schon die letzten 10 Sekunden. Da ist schon die letzten 5. Geht's noch, Ron, halt durch. Nur noch 4, 3, 2 und einmal noch nach oben. Und dann komm nach unten, roll dich ab. Sehr gut. Okay, Ron, super gemacht. Machen wir noch eine kleine Dehnübung zum Abschluss. Nachdem wir fast den ganzen Körper trainiert haben, gönnen wir uns jetzt noch eine ruhige Übung zum Ende hin. Einmal die Fersen in den Boden rein, die Zehenspitzen zeigen nach oben. So, jetzt schau mal, dass du aus dem Becken nach vorne kippst mit langem Oberkörper und es ist wie so, als würde dein Brustbein nach vorne ziehen. Wenn du zu deinen Fußspitzen kommst, dann greif mit deinen Händen an deine Fußspitzen und dann zieh dich einmal lang nach vorne. Du kannst die Ellenbogen so einknicken, als würden sie zu deinem Knie wollen und dann zieh dich lang vor. Spürst du vielleicht in der Beinrückseite? Sehr gut. Wenn du magst, wenn du die Balance halten kannst, dann kannst du auch mal kurz die Augen schließen, nachspüren. Schau, dass Kopf, Wirbelsäule in einer Linie sind. Und dann tief und gleichmäßig atmen. Mit jeder Ausatmung kannst du dich vielleicht noch mal ein Stückchen tiefer nach vorne sinken lassen. Wenn du magst, kannst du auch noch mal tiefer greifen, je nachdem, wo du hinkommst. Auch von der Fußaußenkante oder zu den Fersen. Wenn du die Dehnung verstärken willst, dann ziehst du die Fußspitzen wieder ein bisschen näher zum Körper ran. Und noch 3 tiefe Atemzüge. Und dann löse einmal vorsichtig deine Hände. Bring einmal die Fußspitzen wieder zum Boden, roll so leicht nach vorne. Und dann bedanke ich mich bei dir fürs Mitmachen. Hat es dir gefallen? Sehr gut. Sehr schön. Wenn es dir auch gefallen hat, wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr noch Fragen habt oder Kommentare, Anregungen, schreibt sie gerne ins Kommentarfeld. Und am besten abonniert ihr gleich unseren Channel, dann bleibt ihr immer up to date. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye.